Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir reparieren hier gerade unsere Teile vom neuen Bentley. Und den Bentley Continental GT. Und das ist ein wunderschöner V12 Motor. Da haben wir sehr, sehr, sehr viele Teile ausgebaut und können auch wieder sehr, sehr viele Teile einbauen. Leider, das hinterlässt beim Tuning, können wir nicht allzu viel machen. Da gibt es nämlich nichts, was für V12 heißt. Und hier ist viele Teile V12 dran. Das haben wir in der letzten Folge schon mal angeguckt. Beziehungsweise, naja, nee, es ist ja eigentlich nicht richtig. Und bitte nicht wundern wegen den Nummern. Ich wollte euch einfach das hier so schnell wie möglich mit zeigen. Und deswegen habe ich dort bei den Nummern, sagen wir mal, ein leichtes... Ja, leichten Unterschied. Das heißt also, jetzt ist nach der Folge 208 ist die Folge 211 rausgekommen. Nach der 209, die vorhin rauskam, habt ihr jetzt die 212. Und morgen ist nochmal 210 und 213 oder so. So 211 ist dann auch noch. Oh Gott, jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Nee, warte mal, nach der 208 ist die 211 gekommen. Müsste nach der 209 ja die 2. Ja, ja, ist egal. Gut, diskutieren wir nicht weiter drüber. Ein Thermostat G12 haben wir nicht im Lager. Gott, was ist denn das? So, jetzt können wir erstmal ganz kurz hier. Da haben wir nämlich, das ist noch was wir geguckt haben. Achso, wir könnten eigentlich nochmal schnell. Für die Zündung, wir brauchen Zündkerze. Brauchen wir 12 Stück. Also dann 12 Zylinder. Kaufen wir ein bisschen was ein hier. Und dann brauchen wir den Einzelfunken auch 12 Mal. Das können wir auch zumindest schon mal getuned kaufen. Dann können wir uns sagen, wir kaufen im Getriebe die Teile getuned, weil die sind nicht extra. Aufhänger haben wir nicht zum Motor. Da könnte uns vielleicht eine Lichtmaschine oder hier dieses das Ding könnte noch dazukommen, so ein Kraftstofffilter. Weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Luftfilter, weiß ich auch nicht, welcher hier drin verbaut ist. Ja, beim Rest, ne, da sieht man alles hier, mit W12 haben wir leider noch nichts. Schade eigentlich. Da können wir natürlich auch keine Kolben. Achso, jetzt müssen wir in den normalen Shop nochmal ganz kurz. Er ist wieder verwirrt, der alte Mann. So, er ist ganz aufgeregt. Das stimmt aber wirklich. Ich bin echt aufgeregt irgendwie. So. W12-Teile. Da haben wir hier Kolbenringe. Da brauchen wir natürlich 12 Mal von. So. Kostet $600, ne? Ein Abgaskrümmer W12, das weiß ich gar nicht. Ansaugfilter, Deckel, okay, was es alles gibt. Ansaugkrümmer, ich glaube, sowas habe ich gar nicht alles abgebaut. Ein paar Teile haben wir repariert gekriegt. Kolben, das natürlich nicht. Den können wir kaufen, 12 Mal. Davon weiß ich gar nicht, wie viel ich brauche. Das muss ich gucken. Hier ist der Ölfilter für den W12. Der ist auch blau, Luftfilterabdeckung. Das sieht ja alles, hier ist ein Luftfilter W12, ne? Den gibt es natürlich auch nicht. Alles Bentley-Teile hier. Dann haben wir, was haben wir denn da Schönes? Ein Keilriemen, nehmen wir auch neu. Ah, oh, Schwungrad W12 gibt es doch ein extra eines. Das ist ja schade. Na gut, dann müssen wir das kaufen. Das kriegen wir nämlich nicht repariert. Hier Steuerketten können wir auch schon mal kaufen, weil die kann man ja auch nicht reparieren. Und jetzt brauchen wir erstmal Thermostaten. Und die Abdeckung brauchen wir auch auf jeden Fall, weil die haben wir nicht abgebaut, soweit ich weiß. Oder doch? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal, wir haben jetzt erst ein paar Teile. Nee, wir wollen bitte den Gen zusammenbauen. Und werden dann jetzt erstmal ein bisschen was anbauen hier. Das sieht doch schon mal richtig schnieke aus. Wasserpumpe W12 haben wir natürlich nicht. Gucken wir kurz in den Laden. Hier gibt es garantiert eine Wasserpumpe W12. Danke. Wir lassen jetzt erstmal alles da so auf W12 stehen, bevor, wenn wir dann an andere Teile stoßen, wie zum Beispiel die Umlenkrollen, sonst irgendwas dergleichen. Würde mich mal interessieren, was ist das hier für eine? Servolenkung V8, okay. Und das ist ein Generator Standard. Da können wir auch aus dem Tuningladen kaufen. Da gehen wir mal ganz kurz in den Tuningladen. Hier. Wir rollen mal hoch und sehen, dass wir hier eine Servopumpe V8 haben. Und dass wir hier irgendwo einen Generator haben. Boah, Standard. Die können wir auch verbauen. Sehr gut. So. Zwei Schrauben rein, dann ist das alles voll. Und dann können wir hier in den Generator. Standard. Naja, ein paar Tuning-Teile kriegen wir ran. Ich sag so, 700 PS kriegen wir ja raus. Das schaffen wir. Gut, dann, was haben wir noch hier vorne? Achso, ich wollte ganz kurz eigentlich erstmal die Batterie noch zum Laden bringen. Das habe ich vorhin noch vergessen. Ja, bitte aufladen. Dieser Tiefnetladen, die müssen wir über Nacht stehen lassen. Gut, dann geht's weiter. Kraftstofffilter. Da können wir natürlich den getuned nehmen. Bremskraftverstärker müssen wir neu kaufen. Hier gibt es ja noch nichts, ne? Nee.
Ersatzteile, Bremsen. Dann brauchen wir den Bremskofferstärker. Da ist er. Das ist auch der neue Sattel, Bremssattel dabei gewesen. Das haben wir repariert gekriegt. Und das haben wir gar nicht gehabt. Ein Steuergerät müssen wir kaufen. Haben wir. Sehr schön. Da bricht Begeisterung aus. Ne? Ich bin echt begeistert über dieses DLC, dass es jetzt so rauskam und wieder jetzt wieder mal ein neues Fahrzeug haben, was man aufbauen kann. Das ist schön. Das ist, gefällt mir. So, W12. Da brauchen wir jetzt ein Kettenrad. Kettenrad, das ist mit K. Rohwelle, Kettenrad, da ist es doch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Merkt man gar nicht, dass ich operrecht bin, ne? Sorry. Für meine. Ich bin ein bisschen gehypt jetzt gerade. Also ich finde das hier gerade richtig toll, dass es sowas gibt und. Ah! So. Jetzt brauchen wir Kühler. Kühler Typ A. Die können wir auch schon mal ansetzen. Zack, da ist er dran. Und dann brauchen wir hier oben eine Wasserpumpenscheibe. Dann brauchen wir noch die Lüfterzeige Typ A und den Lüfter natürlich dafür. Lüfterzeige Typ A. Dann brauchen wir den Lüfterzeigenventilator Typ A. Ja, bitte einbauen. Dankeschön. So, dann haben wir hier Umlenkrolle Typ A. Haben wir mindestens einmal. Was ist da hinten? Zweimal, dreimal. Wasserpumpenriemenscheibe haben wir noch. Okay, das können wir schon mal anbauen. Also, dann machen wir Umlenkrolle. Umlenkrolle Typ A dreimal. Dreimal. Dann war noch die Wasserpumpenriemenscheibe W12. Haben wir auch. Sehr gut. Original, nur mit 4 Schrauben. So. Gut. Irgendwo wollen wir noch eine da. Irgendwie ist mir gerade ein bisschen die Nase verstopft. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Also das, irgendwo hingeblieben. Entschuldigung, wollte ich nicht. So. Gut. Dann geht's hier unten weiter. Und zwar bauen wir jetzt da eine Kurbelwelle. Nein, wir bauen eine Kurbelwelle. Die haben wir sogar repariert gekriegt. Das finde ich schon mal gut. So, dann brauchen wir jetzt. Lass mich doch mal da. Was ist denn mit dir los, Spiel? So, lass mich doch da mal ranzoomen. So. Kurbelwellenlagerdeckel Standard. Brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 5. Wenn ich richtig gezählt habe, brauchen wir 5. Okay. Kurbelwellenlagerdeckel. Kurbelwellenlagerdeckel Standard. Brauchen wir 5 Stück von. 5 reichen. So, dann wollen wir die mal anbauen. 1, 2, 3, 4. Und er kann bis 5 zählen. Ist das nicht toll? So, 5. So, dann gucken wir mal hier hinten hoch. Und dann sehen wir das hier an der Kurbelwelle. Oh, da müssen wir jetzt erst das Ganze mit den Steuerketten machen. Boah, ist das umständlich. So, gut. Dann gucken wir mal. Vorderachsträger Typ C haben wir nicht hingekriegt. Alles klar. Aufhängung. Achsträger. Typ C einen. So. Gummimuffen. Brauchen wir 4, 12 für die Vorderachse. 12 groß für die Vorderachse. Und mindestens noch mal 4 für die hinteren 16 und dafür noch mal eine und dafür noch mal eine sind 17, 18, 19, 20 braucht man mindestens. Ja. 20. So, und kleine brauchen wir, glaube ich, 1, 2, 3, 4, aber mal 8. Wenn nicht, kommen wir noch mal nach. So. Das sollte aber erstmal ein ganzes Ende reichen hier. So, Differentialgetriebe W12. Oh, auch nicht. So, Lenkgetriebe, das haben wir repariert gekriegt. Gut. Ah,
Naja, da ist schon einiges zu bauen hier dran. Also der wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich denke mal, dass wir hier 4 Folgen mindestens rauskriegen, aber... Ja... Soll uns ja nicht stören, ne? Wir wollen ja langsam unsere Sicherheit und vorschreiten. Okay, noch eine neue Gummimuffe eingesetzt. Flammenrohr W12 kann man natürlich nicht reparieren, das ist natürlich klar. So, dann gucken wir hier mal Achsschenkel. Vorderachse Typ F. Oh, die haben wir repariert gekriegt. Beide. Sehr gut. Wer linker unten. Klick, ja. Nee, mit der Maus los. Ach, die Fernbedienung liegt drauf. Das ist ja fies. Den kann man reparieren. Oh, guck mal. Stoß und Luftfederung. Sehr gut. Ich bin ja begeistert. Querlinker oben. Haben wir auch hingekriegt. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall. Oh, dann haben wir Caps Lock. Wir wollen nicht schreien. Wir wollen nicht in den Laden schreien. Das wollen wir nicht. So, zweimal die Spurstange brauchen wir dann auch noch. Dann brauchen wir. Uff. Heißen die nicht so? Doch, die heißen so. Eine Luftfederung für vorne. Ich hab mir gedacht, dass dann Zitronen kommt mit, ne? So. Oh, das ist schön. Das sieht sehr gut aus. Freue mich da richtig drauf. Wenn wir die dann nachher schön ausfahren können. Darf das ja gleich noch machen. Ja. So. Rattenlager müssen wir natürlich neu kaufen, das stimmt. Wir brauchen also die neuen Geräusche, ich weiß nicht, ob die mir gefallen. Rattlager, da brauchen wir. Das hat sich auch verschoben. 4 Stück hier. Vorne wie hinten, dann brauchen wir Nockenwellenzahnrad B12. Brauchen wir bestimmt auch ein paar. Ach, ich weiß noch nicht, ob ich die reparieren konnte oder nicht. Hier auf der Liste stehen der erlaubten Teile oder nicht. So, gut, dann brauchen wir jetzt das Differential B12. Müssen wir da weitermachen. Komm, wir gehen B12 rein. Können wir erstmal ein paar Teile davon kaufen. Differential W12. Hier gehen wir Antriebswelle W12. Nee, gibt's nicht. Alles Karten. Flammenrohr W12 können wir auch schon mal 2 Stück kaufen. Ja, beim Auspuff könnte man eventuell noch ein bisschen was holen. An Leistung. Da können wir nämlich den Katalysator und den Mittelschalldämpfer können wir nämlich aus dem Tuning-Shop kaufen. So, dann. Differential. Dann Antriebswelle, Vorderachse. Oh, repariert die sehr gut. Sehr schön, sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt die Bremsen. Da brauchen wir auf jeden Fall 4-mal Belege. Nicht 5, 4. Wir brauchen 2 Bremsscheiben Standard und wir brauchen 2 Bremsscheiben inbelüftet. Hätte ja auch sein können, dass wir für ein W12 vielleicht eine größere Bremsscheibe oder sowas brauchen, ne? Wäre lustig gewesen, wenn du dann zu kleine Felgen kaufst, dass die nicht draufpassen oder sowas. So, oh, den haben wir repariert gekriegt. Keine Ahnung, wo der 5. Kolben herkommt oder sind da 2 Kolben? Da sind bestimmt 2 Kolben drin pro. Ah, ja. Achso, gut, das Rad wollen wir jetzt erstmal nicht anbauen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz den Stabilisator Typ A kaufen. Stabi. Ne, nicht Strabi, das ist so ficke Dinger. Typ A und dann brauchen wir noch Koppelstangen. Die brauche ich auch beide. Und den brauche ich hier von 2. So. Jetzt habe ich die falschen gekauft, ne? Nein, die richtigen. Gut, dann hätten wir das schon mal. Dann können wir hier noch das Flammenrohr gleich mal mit in den Wagen legen. Klappert vielleicht jetzt gerade an der Stelle ein bisschen, weil es nicht fest ist, aber so ist das halt manchmal. So, dann haben wir hier einen Achsschenkel. Achso, hier, wie sieht das mit Ladeluftkühler? Nicht repariert gekriegt, alles klar. Dann haben wir hier das 3-Loch-Hitzeschutzblech nicht hingekriegt, okay. Hitze, Schutzblech, 3-Loch, Vorderachse. So, haben wir. Dann die Ratten am Aufdruck auch neu. Radnabe, die Vorderachse. Das war eine Hinterachse. Oh. Konzentriert bei der Sache sein. Wusa. So, dann machen wir das hier mal an. Dann kommen die Bremse dran. Werden wir gleich mal sehen. Hier brauchen wir wahrscheinlich 2 Kolben, ne? Den Bremssattel? Ja. Das erklärt. So, das der Bremssattel ist aber nicht heile. Wir müssen neu kaufen. Der sah nicht schön aus. So, wir brauchen einen Bremssattel hier mindestens. Und wir brauchen mindestens 2 neue Kolben. So.
Ja. Das sieht wieder schön aus. Sehr gut. Dann können wir hier ein Radlager einbauen. Dann können wir hier eine Antriebswelle einbauen. Sehr gut. Dann können wir den Querlenker unten nehmen. Der ist nicht gut. Nehmen wir den Querlenker oben erstmal. Ja, der ist gut. Dann können wir noch die Spurstange ansetzen. Können wir hier auf der Seite den Spurstangenkopf noch machen. Sehr schön. So, den Querlenker unten, den müssen wir kaufen. Typ B. Querlenker. Vorachse. Typ B. Diesen hier. So, hätten wir angeschraubt. Und wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Wir haben die Vorderachse sozusagen zusammengebaut, Lina. Wir haben schon mal einige Teile wieder dran. Wir haben am Motor auch schon einiges wieder angebaut. Es ist noch alles ein bisschen ungewohnt, wenn man die Teile nochmal suchen muss, weil wieder sich die ganze, das Ganze alles ein bisschen verstellt hat. Den Öl kaufen wir jetzt noch. Und dann verabschiede ich mich mit den Worten, dass das eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus DGM Studio war. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen uns morgen wieder. Darauf freue ich mich schon. Tschüss.